Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer Spoiler-Alarm-Reihe Throne of Eldraine. Bei mir sitzt der wundervolle Herr der Karten. Mein Name ist Christoph Postel und wir sprechen heute über die blauen Karten. Und ich kann euch versprechen, die ersten drei Karten sind gleich einmal ziemlich fetzig. Knorke, ja. Sehr gut, danke. Gerne. Die erste Karte ist der dreiste Langfinger. Da musst du aber da anfangen, das ist nämlich viel besser so rum. Ja, ich habe es mir überlegt. Okay, wir reden über die Karte dreiste Langfinger, die den gemeinen Diebstahl oben hat, für ein blaues, ein farblos, ein Spontanzauber-Abenteuer. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja. Entschuldigung, ein Bounce-Effekt. Ja. Und selber ist der dreiste Langfinger, kostet der zwei blaue, ein farbloses, 3-1, eine Vendilienklick, Feenwesenräuber, ja, hat Aufblitzen, fliegt. Wie eine Vendilienklick. Wie eine Vendilienklick und der dreiste Langfinger kann nur fliegende Kreaturen blocken, was im Endeffekt Blunzen ist, weil du willst eh mit dem dreisten Langfinger finishen und nicht blocken. Ja. Und das, also es gibt in Weiß eine ähnliche Karte, die habe ich am Anfang falsch gelesen. Und der ist halt richtig super, weil du halt beides instant machen kannst. Du kannst, wenn du 5 Mana hast, kannst du was bouncen und dann spielen. Mhm. Oder du kannst im Gegenstandzug was bouncen, dann in deinem Zug machst nix und den nächsten vom Gegenstandzug spielst du den dreisten Langfinger. Ja. Das ist halt urgeil und halt perfekt für jedes Kontrolldeck. Ja, die Karte ist, das ist da ein Traum. Da steht, also es ist gar nicht Hard Control, sondern nein. Steht Tempo oben. Es kann Tempo sein, aber es kann auch Kontrolle sein. Es kann halt beides sein. Es ist halt wirklich, wirklich gut. Also es gibt ja diese Simic Flash Decks noch immer. Ja, ja. Also ich spiele auf Arena derzeit Simic Flash und ich habe mich da auf Gold 1 raufgespielt in relativ kurzer Zeit, ja, weil das Deck einfach sick ist. Und ab und zu fehlt einfach nur der Bounce für Permanence. Mhm. Ja? Und wenn das da ist, dann kann man da verrückte Sachen damit machen. Ich finde die Karte richtig stark. Ich auch, ja. Ich finde das Artwork dafür nicht so toll. Das Artwork hätte es ein bisschen besser machen können, ja. Ja, gut. Es flattert sich das Superl da. Aber die Karte selber ist ziemlich gut. Ja. Die nächste Karte wird ganz, oder ist potenziell sehr stark in Modern. Mhm. Emry, Wächterin des Sees. Ein blaues, zwei farblose. Legendärer Meervolkzauberer. 1-2. Jetzt nicht die besten Starts. Aber dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Artefakt, das du kontrollierst, eins weniger. Ja. Ein farbloses Mana. Das heißt, du kannst ja auch für ein Mana 1-2 spielen. Ja. Wenn Emry, Wächterin des Sees, ins Spiel kommt, lege die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Mhm. Und wenn du sie tappst, bestimme eine Artefaktkarte deiner Wahl in deinen Friedhof. Du kannst in diesem Zug wirken. Mhm. Das ist schon ziemlich sick. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, das ist richtig sick. Ich meine, vor allem in jetzt Nicht-Standard-Format, Schrägstrich Legacy primär, wo es halt auch viele Null-Mana-Artefakte hast, kannst du halt locker Turn 1 spielen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne halt jetzt mehr Mana zu committen als 1 und kannst dann wahrscheinlich das Artefakt, was du gemiddelt hast, zocken auch noch. Mhm. Und das ist... Du musst halt tappen. Es ist halt kein Haste. Also du musst es tappen, aber es ist trotzdem, diese Karte ist echt gut. Ja. Und 1-2 ist halt immer die Schwelle, wo du halt nicht an jeden Rotz stirbst, sondern halt ein bisschen was aushalten. Ja, ein wenig. Ein wenig, ja, ein wenig kann ja ausreichen, siehe der Threadshaman. Absolut, ja. Und sie zahlt das Feidel aus dem Gacha aus, das finde ich sehr leibend. Ja. Echt schön. Gute Karte und halt auch, eine Karte, die außerhalb in Stunden Leute sind, die das im Ursa-Deck als One oder Two spielen wollen. Im Ursa-Deck? Naja, weil du halt auch Stuff, der eliminiert wird. Aber im monoblauen Ursa-Deck. Nein. Weil im grünen Ursa-Deck werde ich kein Blau splashen dafür. Also das ist... Welches grüne Ursa? Nein, echtes Ursa-Deck, nicht Urzas Dauer. Urza Highlord Artificer. Ach so, das Urza. Ja. Okay, bei Urza denke ich an Urza-Tron. Den würde ich Tron sagen. Ja, sorry. Das Urza. Urza ist, seitdem Urza nicht mehr nur Tron sein kann, ist ein bisschen schwieriger, ja. Urza ist Urza, ja. Ja, okay, verstehe. Urzach, oder? Urzach. Nächste Karte. Das ist eines meiner Favorite Artworks, muss ich ehrlich gestehen. Das schaut so geil aus. Wirklich, okay. Ja, das schaut so cool aus. Magali Villeneuve, klar. Ach so. Feen der Wünsche. Okay, nein, gewährt. Gewährt, Alter. Gewährt. Ja, der Wunsch, gewährt. Der Wunsch ist gewährt, du Analphabet. Ja, Analphabet. Ja. Nicht der Gewehr, boom. Ich weiß, ich bin kein Trottel, nicht. Nicht. Okay, also gewährt. Ja. Hexerei Abenteuer. Ein blaues, drei farblose. Der Lehrauftrag geht ins Leere. Du kannst. Ist der nicht gewährt?
Ich habe mich gewehrt gegen den Kleiauftrag. Ja, ich merk's. Jetzt, Gusch, du kannst eine Knie-Kreaturkarte bestimmen, die du besitzt und die sich außerhalb der Partie befindet, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Mhm. Und die Feen der Wünsche, ein blaues, ein farbloses, Feenwesen Zauberer, 1-4 Flyer, 1, nochmal zuhören, 1-4 Flyer. Für 2. Stirbt nicht an Lightning Bolt. Korrekt. Stirbt nicht an Lightning Helix. Korrekt. Okay, stirbt und jetzt kommt... Busch. Ja. Du kannst einem auch immer versauen, oder? Und jetzt kommt das eigentlich das Coole von der Ability. Ja. Für ein blaues, ein farbloses, wirf 2 Karten ab, bringe die Feen der Wünsche auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja. Wie tight ist das denn? Dann kannst du wieder ein Gewehr holen. Das ist mega tight. Ich glaube, dass diese Karte in älteren Formaten eine Chance hat, richtig gut zu werden. Ja. Sagst du so, wie es ist? Sehe ich genauso. Vor allem, weil du halt, wenn du dir gewehrt leisten kannst, in einem Zug sie ausspielen und zurückholen kannst. Hast, das heißt, der Gegner kriegt kaum ein Fenster darauf zu responden, nicht wahr? Ja, ja, richtig, richtig. Weil er, richtig. Nein, er kriegt ein Fenster auf zu responden. Aber er kriegt ein kleines Fenster. Es ist halt schon, also sehr gut, eben, dass du wieder das jetzt wieder diese. Es kommen ja diese Wishboards jetzt wieder. Ich bin ein großer Fan von Wishboards. Ja. Ich finde das so tight. So tight, Junge. So richtig knorke, wie du das sagen würdest. Oh, geil. Und die Karte ist einfach super. Die Karte ist super, ja. Also gewährt ist richtig stark und 1-4 fliegen ist halt auch so sehr, sehr solide ja, für zwei Mal. Weiß halt leider an Fatal Push, aber... Stimmt, ein Fatal Push, aber... Und das Artwork, Alter, schau dir das Artwork an. Ja, das packt okay, mein das Leben ist, nicht. Das ist... So sick. Naja. Nicht? Haut mir jetzt nicht vom Stock. Du hast wie immer keine... Ja, weißt du. Du hast dich gewehrt gegen das Artwork. Ich habe mich gewehrt. Ich bin halt ein Vandale. Jetzt kommt der Feenvandale, nämlich, das ist ein Feenwesen-Räuber. Mhm. Ein blaues, ein farbloses 1-2, der hat auch Flash und fliegt. Mhm. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, lege eine +1/+1 Marke auf den Feenvandalen. Ja. Und ich meine, wenn du den ausspielst für 2 Mana, ist er eher nicht zu berauschen. Aber wenn du konstant 2 Karten pro Zug ziehen kannst oder halt öfter mal... Das würden halt alle gerne, oder? Ja, aber mit Blau, mit Opt und allen möglichen ja, Späßen, ja, die es gibt, schon. Geht das relativ aber leicht. Du musst halt dein Opt dann in deinem Turn spielen. Ja, das ist sehr... Auch ein bisschen so mittelleibend, oder? Ja, ist mittelleibend, aber auf der anderen Seite ist es halt... Bria den reprint, ne? auf der anderen Seite ist es halt schon eine... dann eine 2-3 für 2 Mana und im Moment, wo es eine 3-4 für 2 Mana dann ist, dann hast du gewonnen. Hast gewonnen. Dann ist geil. Und ja, die Karte ist auch gut. Die Karte finde ich wirklich gut. Also die ist nicht, also sie schaut so unscheinbar aus, weil sie halt nicht, die Grundsätze nicht aufregend sind und es hört sich nach Arbeit an, sie zu aktivieren. Aber du willst die Karten ziehen in Blau. Haben wir derzeit sowas wie Glimmer of Genius, Hieroglyphic Illumination oder sowas, was man End of Turn spielen kann und ich ziehe 2 Karten? Weil das wäre dann richtig gut. Es gibt einen 4-Mana-Spell, da ziehst du End of Turn 4 Karten. Was hältst du davon? Zu dem kommen wir noch. Na, dann finde ich das schon ziemlich tight. Tighte Sache. Ja. Finde ich cool. Ja. Bin ich dabei. Karten ziehen ist immer gut. Dann gibt es das Folion der Begehrlichkeit. Da kannst du auch mal ein paar Karten ziehen. Das ist eine sehr schöne Karte. Ja. Schönes Design. Das Folion der Begehrlichkeiten. Ein Gesinde würde sagen, ist 6 Heftel. ich hätte auch das Foliant. Vielleicht wirklich Folion? Ich sag Folion, das kannst du auch Foliant sagen. Aber, okay. Aber wenn du ein korrekter Hitzinger bist, sagst du Folion. Und wenn du halt aus einem Arbeiterbezirk kommst, sagst du, das ist 6 Heftel. Verstehe. Das ist ja das der Begehrlichkeit, nicht? Ja, ja, ich. Du hast schon verstanden. Ich habe dich verstanden, danke der Nachfrage. Ich wollte das jetzt nur noch einmal. Ja, mach weiter. Arbeiter. Mach weiter, bitte. Ein Blau ist ein farbloses, ein Artefakt. Spieler haben keine maximale Handkartenanzahl. Mhm. Für XX und Tappe. Jeder Spieler zieht X Karten. Mhm. Ich mag diese Effekte nicht, dass der andere auch was Leibendes kriegt. Und für ein Blau sind 2 farblose Tappen. Jeder Gegner legt so viele Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, wie er Karten auf der Hand hat. Ja. Das ist doch okay. Ziehst du 2 Karten, er 2 Karten, dein Feenvandale wird größer, dann tappst du das, dann mild er 4. Dann zieht er einen Fatal Push. Achso, gibt es keinen Fatal Push, aber es gibt was anderes. Also es gibt schon Removal im Format, ja. Ich bin
Wir haben Narset. Ja, wir haben Narset auch aber, im Format. Aber sie zieht halt immer, dann zieht halt nur eine Karte pro Runde. Aber man könnte das in seiner Runde spielen. End of Turn in seiner Runde. Ja, man spielt, natürlich spielst du nur in seiner Runde. Du bist ja nicht in deiner Runde aktiv, du spielst nur für einen Saufkopf. Das into Narset. Ja? Das into Narset, Turn go, to end the, wenn nichts macht, to end Turn 4, wo du 4 Mana hast, zahle ich 4, ziehe ich 2, du ziehst nix. Passt, danke. Ja, ist schon okay. Also wenn man das richtige Setup dafür hat, ist es, glaube ich, sehr cool. Es ist halt schon eine richtig solide Kontrolle der Karte, oder? Ja. Und es kann auch eine Winning Option sein. Ja. Also es ist nicht aufregend, aber weil jeder Kartenziehen ist natürlich immer kann immer problematisch sein, aber schlecht ist es nicht. Na, schlecht ist es nicht, aber schlecht kannst du da wehren. Ja, du bist so ein Hater. Nein, ich bin vom Artwork. Das Artwork finde ich wirklich schön. Ich finde das insgesamt ganz cool, wenn man ein richtiges Setup dafür findet, kann das auch eine sehr starke Karte sein. Wenn man das richtige Setup nicht dafür findet, ist es leider eine Rare-Karte, die halt im Tauschordner verschimmelt. Nee. Der ist schön, Foliant. Das Sechsheftel, ja. Jetzt kommt Gedwick, der Alte. Ja. Das ist eine so coole Karte, bugs gar nicht. Also okay. Ich bin schon sehr coole Karte. Ich finde die so allein. 3 blaue X. Legendäre Kreatur, Mensch, Zauberer. 3-3. Wenn Gedwick, der Alte, ins Spiel kommt, ziehe X Karten. Ja. Das ist eine Sphinx Relation in Sorcery. Also ohne Leben halt. Also das ist ein Blue Sun Zenith. Ja, ist in Sorcery. Blue Sun Zenith von mir ist, ja. Immer wenn du einen blauen Zauberspruch wirkst, tappe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert. Ja. Ich finde die Karte echt stark. Ich kann mir vorstellen, dass die so als One oder Two of in einem Control Deck gespielt wird. Weil halt dieses skalierbare Kartenziehen, wenn ich Turn 5 halt kein Play habe, dann spiele ich das halt einfach, wenn ich nach irgendwas suche. Und ansonsten ab dem Zeitpunkt, wo ich den Kollegen spielen kann für 4 oder sowas, wie damals Sphinx Relation, ist einfach vorbei, weil du so viele Karten auf deiner Hand hast. Ja, aber also Sorcery ist halt schon ein massiver Nachteil. Ja. Und in der 3er lockt jetzt keinen, weißt du, ich weiß aus der schon, Reserve. Ich weiß schon. Aber du hast halt immer noch auch die Ability drauf, dass wenn du einen blauen Zauberspruch wirkst, dass du ihm das fetteste Viech beispielsweise wegtappst. Ja, das stimmt. Die Ability ist kann schon sehr gut sein. Die Karte ist auch super, ja. Super. Es Artwork, ist halt oder? Ins Spiel kommen, ja. Natürlich kann es problematisch es sein. Kann, ja, es ist aber eine gute Karte, gibt's gar aber nichts. Aber overall ist, weißt du, du kannst es auch on curve einfach 3 Mana 3-3. Genau, das finde ich nämlich fast am besten, dass du ihn einfach on curve auch 3 als 3-3 einfach spielen kannst. Und auch wenn du ihn halt als vier Mana 3-3 ja. mit 10 Karte ist es noch ist es solide. Okay. Überhaupt mit der Ability. Ja. Und also so wenn du tempolastige Decks spielst, du spielst Opt, dann die neuen Feenwesen, Bounce Stuff, du bounst was, tappst das noch weg, huhu, dann greift der alte Mann an, was auch immer, ja. Ja. Also ich glaube schon, dass die Karte sehr viel Potenzial hat. Für Standard. Also für Modern und Legacy leider nicht. Nein, dafür ist sie einfach viel zu langsam. Aber für Standard und für meine Freude ist die natürlich auch ganz groß. Dann gibt's in die Geschichte eintauchen. Ein schönes Artwork. Super Karte, schönes die Artwork. Die Artworks sind richtig gut. Mega. Das ist eine mega Karte. 2 blaue, 5 farblose Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 weniger, falls sich 7 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden. Ziehe 4 Karten. Ah, die Karte hast du gemeint. Genau, das ist nämlich 4 Mana, ziehe 4 Karten, wenn er 7 Karten im Friedhof hat. Und in einem Kontrolldeck, wo die Spieler immer länger dauern, ich Removal habe, ich den Gegner eher am Arsch gehe, da passiert das schon, dass er, und vielleicht habe ich das Set hat ja auch einige Karten, die Mill-Effekt haben, da passiert das schon. Und wenn ich das als One oder Two off habe und dann für 4 Mana 4 Karten Instant Speech ziehe, lasse ich mich aber sowas von feiern. Das ist verrückt. Das ist halt richtig gut, oder? Das ist echt verrückt. Also, jetzt frage ich dich, ist das in Modern playable? Das weiß ich nicht. Weil... Es ist halt ein Format mit Fetchländern, Sorties, Discard, Pass, etc. Also Pass ist natürlich schlecht für mich dann, aber ja, wenn der Gegner das hat, ja. Ja, es ist ein Format, wo viele Sachen früh passieren. Das sprich diesen 7 Karten in Friedhof. Aber es ist halt auch ein Format, wo eben viele Sachen früh passieren und du halt bei 4 Mana
dich wahrscheinlich nicht für 4 Karten ziehen austappen willst. Mhm. Auch wenn es wirklich super Preis-Leistung ist eigentlich, ja. Mhm. Na, ich finde die Karte auch sehr cool. Mir gefällt, und da gefällt mir das Artwork sehr, sehr gut. Sieht cool aus. Dann gibt es die Mitternachtsuhr. Ja. Lustig. Ja, lustig, aber meh. Ja, ein blaues, 2 farblose Artefakt. Du kannst sie tappen und ein blaues Mana kreieren. Erzeugen, das heißt, sie kostet im Endeffekt 2. Ja. Für ein blaues, 2 farblose lege eine Stundenmarke auf die Mitternachtsuhr. Mhm. Zu Beginn jedes Versorgungssegments legst du eine Stundenmarke auf die Mitternachtsuhr. Mhm. Wenn die 12. Stundenmarke auf die Mitternachtsuhr gelegt wird, mische deine Hand und deinen Friedhof in deine Bibliothek und ziehe dann 7 Karten. Schicke die Mitternachtsuhr ins Exil. Also wieder ein neuer Time-Twister-Effekt. Ja. Also. Also Flavor-Win total. Ja, ich meine, was die. Ich weiß nicht, ob es jemals möglich sein wird, ein so langsames, grindiges Kontrolldeck zu spielen, dass das gut ist. Naja, es ist. Weil, ich meine, du legst es halt von mir aus Turn 2 oder Turn 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, das ist schon. Ja, ja, es dauert schon richtig lang. Es dauert 6 Runden, also 5 Runden, 4 Runden, je nachdem, wie viele Stundenmarken du drauf hast. Ja, ja, also du kannst natürlich, wenn du das Kontrolldeck bist und. Wenn, das Problem ist, wenn du das Kontrolldeck bist, willst du dich Turn 3 dafür nicht austappen. Nein, nein, nein. Das heißt, du willst jetzt eigentlich erst Turn 4, eigentlich eher Turn 5 spielen, damit du 3 Mana wieder offen hast. Aber ich will die Karte Mira haben. Ja, Mira ist natürlich ist Banane. Ist Mira verrückt, ist Banane, oder? Ja, ja. In Mira aus dem Sideboard checkst du dir die Mitternachtsuhr und grindest die Gegner aus. Ja, vor allem, es ist ja eigentlich ein Must-Counter-Film, weil er kann nicht erlauben, dass du 7 Karten ziehst. Nein, 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 das ist, weil die Control-Matchups dauern halt so unendlich lang. Er muss es countern. Er kann sich resolven lassen. Ja, wenn die Uhr da ist, ist es vorbei. Und die Uhr ist ja... Aber auch das ist es. Willst du dich dann für die Uhr Turn 3 austappen, er countert und spielt dann seinen Teferi? Nein, du musst es natürlich intelligent spielen, ist eh klar. Ja, eben, also du spielst es eben Turn 5 wahrscheinlich. Ja. Und dann dauert es halt schon wirklich lang, bis was passiert, obwohl du auch End of Turn halt immer Mana rein pumpen natürlich, kannst. Wenn nichts ist, dann pumpst du Mana rein. Ja. Also Gegner macht nichts End of Turn. Pff, ja. Ich finde sie nicht mega schlecht, aber ich glaube, sie ist zu langsam. Also im Control Mirror finde ich sie geil. Ja, da kann so als One of, wenn du die hast und du überraschst den Gegner mit deinen. Pff, danke, wiederschön. Ja. Jetzt kommt Spiegelmanufakt. Mhm. 2 blaue, ein farbloses, eine Verzauberung. Du kannst das Spiegelmanufakt als Kopie eines beliebigen Artefakts oder einer beliebigen Verzauberung im Spiel ins Spiel kommen lassen. Ja. Kennen wir schon. Jetzt gibt es das Ganze eben nur für Artefakte und Verzauberungen. Ich finde das sehr gut. Ich finde das so insofern schon sehr gut, weil du es halt auf dem Gegner was kopieren kannst. Und ich finde es sehr gut, weil Teros kommt. Und es nur 3 Mana kostet. Ja. Und du halt was Teures kopieren kannst. Das musst du auch machen, genau. Weil sonst zahlt sich's nicht aus. Also ich finde das eine recht richtig gute Karte. Aber es haben sich halt nie... Also eine Karte mit richtig viel Potenzial, ja. So ist es richtig formuliert. Es haben sich halt diese Kopiereffekte haben sie halt nie durchgesetzt. Nein, das stimmt nicht. Das hat schon eine Zeit gegeben. Ja, Phantasmal Image war das Einzige. Naja, nicht nur Phantasmal Image. Es hat so kopierte Verzauberungen schon gegeben, die haben sie durchgesetzt, aber das waren halt ein Verzauberungsdeck mit ganz speziellem Setup. Aber ja, natürlich. Aber ich glaube, die Karte hat eben Potenzial. Die nächste Karte, die wird auf jeden Fall gespielt. Wirklich? Ja. Okay. Mystischer Disput. Ein blaues, 2 farblose Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 2 farblose Mana weniger, falls er einen blauen Zauberspruch als Ziel hat. Genau. Das ist mein neuer Sideboard-Counter. Ja, jetzt machst du fertig. Ja, und dann haben wir hier einen Mana-Leak drauf, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher, Beherrscher bezahlt 3 farblose Mana. Ja. Also, ich habe es reingenommen, weil ich es gut finde. Und weil ich eben glaube, es ist eben eine Sideboard-Karte gegen blaue Decks, ja. Captain Obvious. 3-mal im Sideboard. Das Problem ist halt, es ist schon schlechter als Negate. Oder natürlich schlechter als Dovins Veto. Du kannst es halt von einem Mana wegspielen. Du kannst es von einem Mana wegspielen. Und wir verlieren das Spellpierce. Was im Early Game relevant ist, was im Late Game aber... im Late Game ist halt ein Mana League immer zu wenig. Also immer, nicht immer, aber es ist oftmals zu wenig. Also ob das wirklich 3-mal im Board spielst, glaube ich. Dreimal ist vielleicht übertrieben, aber 2-mal kann man schon im Board spielen. Und es gibt ja einige, ich glaube, es gibt in jeder Farbe so eine Anti-Farb-Hate-Karte. Mhm. Die schwarze machen wir auch noch, ich glaube, die anderen machen wir nicht mehr. Weil es ein Schmutz sind. Und die finde ich halt eine gute Sideboard-Karte, die ich mir gut vorstellen kann, dass man sie auch spielt, ja. Ja. Nächste Karte ist von Feen gestohlen. Mhm. 2 blaue X, eine Hexerei. Bringe eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von X auf die Hand ihres Besitzers zurück. Du erzeugst X11 blaue Feenwesen-Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit.
Ja. Da steht das böse H-Wort drauf. Ja, da steht Hexerei drauf. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass okay ist. Ja. Aber für 4 Mana ein Bounce für 2 Mana-Kreatur. Ja, und dann kriegst du halt 2-1-1er. Kriegst 2-1-1er, die wahrscheinlich schwächer sind als der 2-Mana-Typ, den er nachher wieder spielt. Kann in einem Tempo-Deck gut sein, ja. Aber halt... Also wenn es ein Instant wäre, würde ich sagen, Snapkeep sozusagen, weil dann ist halt cool. Aber als Hexerei ist es halt, glaube ich, einfach zu teuer. Auch wenn du der 1-1er kriegst. Mhm. Ja, ich will da gar nicht so viel sagen. Ich glaube, es ist zu wenig. Ja. Jetzt kommt so eine coole Karte. Ich finde das so live an diese Karte. Das Artwork ist halt so mega. Ja. Der Zauberspiegel, legendäres Artefakt. 3 blaue, 6 farblose. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Spontanzauber- und Hexereikarte in deinem Friedhof ein farbloses Mana weniger. Ja. Du hast keine maximale Handkartenanzahl. Zu Beginn deines Versorgungsmoments legst du eine Wissensmarke auf den Zauberspiegel und ziehst dann für jede Wissensmarke auf dem Zauberspiegel eine Karte. Ja, bist du denn deppert? Geht so. Okay, nein, aber der Zauberspiegel ist richtig geil. Der Zauberspiegel ist richtig gut. Ich verspreche dir, dass diese Karte gespielt wird. In welchem Format, in welchem Deck? Standard. Okay. Hard Control. Okay. Modern, unter Umständen. Und ich habe verrückte Menschen gesehen, dass sie Legacy spielen. Aber das ist halt, weißt du, das ist noch nicht Ding. Es ist ja cool, dass alle das ausprobieren. Aber die Ability einfach, dass du zu Beginn deines Versorgungsmoments immer so viele Karten ziehst, wie Wissensmarken auf dem Zauberspiel liegen. Ja, ja. Das ist verrückt, okay. Oder? Wir sagen einmal, du spielst das für 4 Mana, ja. Weil wir Optimisten sind und du hast es wirklich geschafft, 5 Zauberspiele und Hexereien und Friedhof zu haben. Spielst du das für 4 Mana, macht nichts. Ja. Dann wartest du eine Runde, dann ziehst du eine Karte für 4 Mana. Ja. Dann wartest du noch eine Runde, dann ziehst du 2 Karten für 4 Mana. Dann wartest du noch eine Runde, dann ziehst du noch 3 Karten. Das heißt, du Turn 3 hast du dann 6 Karten gezogen für 4 Mana, wo du davor aber 5 Instant Sources im Friedhof haben musstest und einen Turn halt nichts gemacht hast. Ich glaube schon, ich weiß. Das finde ich zu langsam. Ich weiß schon. Ich meine, es kann eskalieren. Ja, und das Potenzial, das eskalieren kann, macht es halt gut. Aber ich glaube, dass es einfach overall zu langsam ist. Aber Standard wird auch wieder langsamer jetzt. Schauen wir mal. Ja, natürlich wird es langsam, weil der Kartenpool wird kleiner und so. Das ist normalerweise immer der Way to go. Aber auch das, ob es wirklich das Hard Control Deck geben wird. Also und ob man dann sowas spielen wird, weil wir haben noch immer die ganzen Morph des Spark Planeswalker, alle Banane sind. Und besser ist der Zauberspiegel. Ja, ich schalte Zauberspiegel, aber was ist? Ja, es ist urschön, wirklich, aber ich glaube einfach zu wenig. Tut mir leid. Dann ist die vorletzte Karte, haben wir. Ja. In Kürbis verwandeln. Ja. Ein blaues, 3 farblose, Spontanzauber. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ziehe eine Karte und Adamant, also falls du 3 oder mehr blaue Mana ausgeben wurden, um diesen Zauberspruch zu kriegen, erzeugst du ein Kebab. Nein, ein Kürbis offensichtlich. Ein Speisespielstein. Das heißt, eine Schnitzelsemmel. Offensichtlich ein Kürbis. Das ist im Endeffekt ein Into the Royal, wo du das Kicker immer zahlen musst. Man hat natürlich Inter-Royal versucht, immer mit Kicker zu zahlen. Ja, zu spielen. Aber wenn ich nicht musste, dann, oder wenn ich nicht konnte. Wenn dann du konntest, also du verlierst halt schon einen effektiven Nachteil. Also du verlierst einen Vorteil, also du kriegst einen Nachteil, weil du es halt nicht für 2 Mana aufspielen kannst. Aber ansonsten könntest du halt dafür den Kürbis kriegen. Ja. Ich finde es okay. Ich weiß nicht, ob es sich durchsetzen wird. Die Frage ist halt, was Blau sonst hat, wenn es das Kontrolldeck ist, ob es sowas spielen ich möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach. Es ist halt. Zu langsam. Nein, ich glaube, es ist einfach zu schlecht. Okay. Weißt du, weil es halt diese 4 Mana kostet. Ja. Na, schau mal. Die nächste Karte finde ich sehr interessant. Ja. Das ist der Vantress oder Ventress Gargoyle. Ein blaues, ein farbloses Artefaktkreatur. Gargoyle 5/4 fliegend. Ja. Der Ventress Gargoyle kann nicht angreifen, es sei denn, im Friedhof des verteidigenden Spielers befinden sich 7 oder mehr Karten. Ja. Da haben wir wieder so, wie hat das geheißen? Die Ability mit den 7 Karten im Friedhof. Threshold. Danke. Der Ventress Gargoyle kann nicht blocken, es sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf deiner Hand. Mhm. Und wenn man tappt, jeder Spieler legt die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Ja. Also ich finde halt, allein, dass da 2 Mana oben steht, finde ich schon sehr cool. 2 Mana, 5/4 sagt,
baue um mich ein Deck herum und ich werde dich belohnen. Ja, ich meine, es ist halt, wenn du hast halt einen Early Blocker einfach. Ein 5-4 Flying Blocker für 2 Mana ist schon echt stark. Ja, vor allem im Early Game wirst du wahrscheinlich noch die 4 Handkarten haben. Ja, genau. Und dann blockt er halt auch. Und dann blockt er halt. Und ja. wenn du halt ein bisschen Removal hast und dieses und jenes, dann... Also ich finde, das ist zum Beispiel auch ein potenzieller Control-Finisher. Ja, absolut. Weil irgendwann hast du halt, ist das Game lang genug, dass der Gegner die 7 Karten, sogar wenn du sonst nichts dafür tust, dass 7 Karten im Friedhof hast, und dann spürst für 2 Mana, bist... Wir kriegen auch in keiner Gefahr, dich auszutappen. Wir kriegen auch ein Fetchlein in dieser Edition. Ja, ich weiß. Bist in keiner Gefahr, dich auszutappen und hast eine 4-Turn-Glock. Ja. Schmackofatz. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube halt auch, wenn du jetzt ein Deck baust, eben auf das hinauslaufend, ich mill meinen Gegner ein bisschen und den spielst und den ich ziehe 4 Kartentypen spielst und so, die sind ja auch beste Freunde. Ah, ich brauche 4 Karten zum Blocken, dann ziehe ich halt 4 Karten. Schon cool. Ja. Also eine richtig coole Karte. Yep. So, wir sind fertig mit dem blauen Teil unserer Spoiler-Alarm-Reihe. Der Herr der Karten hat uns wie immer belehrt und durch seine Präsenz erfreut. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Das Glockensymbol am YouTube-Channel anklicken, Bing. Unseren Instagram-Channel und Twitter-Channel verfolgen, habe ich gleich schon gesagt. Und natürlich auch im Spielraum in Wien vor Ort antreffen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen beim dritten Teil unserer Throne of Eldraine-Reihe mit den schwarzen Karten. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, ba. Finde ich auch cool. Kaum ist mein Koffein weg, fange ich an zu gehen. Das ist echt Sache.